14. Hier 11. und 55. im Super-G gestern. Dominik Paris mit viel Zuspruch vom Streckenrand. Ob muss da mal unter 26 auf alle Fälle sein, dass du irgendwie noch mitreden willst. Hohe Geschwindigkeiten, gut. Harter Untergrund. 46, hohes 21, Tempo. Sehr gut. Das ist seins. Und wenn es grün aufleuchtet, dann wird es laut und das hört er dann irgendwann auch. Der zweifache Vorteil aus dem Ultental ist wieder sauber im Rennmodus drin. Vier Zehntel sogar herausgefahren mit 121. Super schnell. Das ist eine Spitzenfahrt. So lang. Noch ist es nicht durch. Und jetzt kommen diese technisch anspruchsvollen Passagen. Hier meine ich, da hebst du kurz ab. Ja, ja. Aber der hat eine super Linie. Ja, aber vorher ein bisschen eine. Hat er rausgenommen. Achtung, jetzt kämpft er. Dein Ski angestellt vorher. Muss er schauen, dass er irgendwie in Position kommt. Und bereit sein für jede dieser Wellen. Ach Gott. Passt gut. Passt gut. Voll attackiert das Tor. Oh, ja, das ist beste Zwischenzeit. Oh, jetzt wird es lauter unten. Könnte sein, dass Kilde heuer ohne Sieg aus Gröden abfährt. Das gibt es selten. Der Kilde war natürlich schnell unten. Wollen wir nichts reden. Ja, aber der Dominik kommt. Auch jetzt da. Kopfgeschwindigkeit. Jetzt der richtige Ski. Und Dominik Paris holt sich hier die Führung. 2-0. Es ist die Führung. Paris fährt Kilde ab. Und jetzt geht die Party hier richtig los. Sehr gut. Es